So, liebes Abonnentenvölkchen, Wesker wieder hier mit einer neuen Folge Battlefield 4. Und mein PC, auf den ich ja so lange hingearbeitet habe, er ist endlich fertig. Und um das zu beweisen, werde ich euch mal kurz meine Einstellungen zeigen, dass ich auch wirklich keinen Scheiß erzähle. Und normalerweise habe ich ja mit niedriger Grafik gespielt, jetzt spiele ich komplett auf Ultra. So, Auflösungsskala ist 150. Mal gucken, wie weit wir hochgehen können. Machen wir mal 200. Grafikeinstellungen übernehmen. Mal gucken, ob es dann leckt. Ah, er zeigt mir gerade 35 FPS an. Ja, machen wir mal. Und Spiel betreten. Boah, ja, ist eigentlich relativ okay. Aber das kann noch besser werden. Das neue System ist unten in der Videobeschreibung. Weil ich jetzt keine Lust habe, irgendwie alles nochmal aufzuziehen. Machen wir mal. Ja, Grafikeinstellungen übernehmen. Okay. Einstellungen behalten. So, wunderbar. Ja, und selbst mit 150er Auflösung renne ich hier mit 90 FPS rum. Wenn ich auf 100 einstelle, die Auflösungsskala, normalerweise Standard ist, dann komme ich an die maximale Grenze ran, was 200 ist. Ja, oh Gott, da ist noch einer! Eieieiei. Das war eine hektische Aktion gerade, muss ich gerade sagen. Okay, da kommt anscheinend keiner mehr. Ich habe jetzt gerade drei Leute umgenietet. Okay, er hat mich. Ja, ritt ja auch mit dem Infrarotvisier rum. Er hat 40 gehabt. Na gut, okay. Da haben noch 60% gefehlt, um ihn umzunieten. Geschweige denn 50% allein für eine Killhilfe. Aber hier war doch gerade einer. Na, ey, da. Super Aiming. Wow. Ach Gott, schade eigentlich. Verdammte Axt. Ibekbakan. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber so an sich, das spielt sich nice. Das spielt sich mega nice. Ja, das kann ich mich nicht beklagen. Es läuft mega flüssig, mega super flüssig auf jeden Fall. Und ich bin Army-Team. Okay, einen habe ich. Ich wollte schon gerade sagen, da kommt jetzt nicht eine Granate geflogen, oder? Aber nein. Oh Gott, Alter. Den habe ich zu spät gesehen, den Typen. Aber das soll ja erstmal eine Testaufnahme werden hier. Ich werde zwar hochladen, um einfach mal zu gucken. Ja, komm, wir machen nochmal Optionen. Wir stellen das mal ein bisschen runter. Grafik. Komm, wir machen mal auf 125. Übernehmen. So. Nein, warte. Machen wir 125 immer noch. Die Auflösungsskala. Und wir machen mal, ja, Hör- und Sichtfeld. Machen wir mal auf 80. Und Bewegungsverzerrung ist aus. Ja, kann so bleiben. Wunderbar. So. Übernehmen. Ja. So. Jetzt renne ich zum Beispiel mit 100 FPS rum. Na, anstatt ich den Typen erstmal umlege. Okay, warte mal. Wir nehmen mal eine andere Waffe. Das war mir jetzt ein bisschen zuwider. Wir nehmen mal eine andere Waffe. Wo ist er denn? Da ist er ja. Die wunderschöne F2000. Im Burst-Modus extrem genau. Und vor allem in der Hocke. Jetzt werde ich mir erstmal die nächsten Opfer hier suchen. Ja gut, okay. Links bauen sie alle bei mir. Ah, Killhilfe, okay. Ah, der ist tot. Oh, hier liegt eine Claymore. Die Drähte habe ich gerade gesehen. Mega nice. Wie viele Leute waren das gerade, bitte? Ich habe es nicht gezählt. Wie viele Leute... Hallo? Waren das gerade? Ich habe echt gerade überhaupt nicht gezählt, aber... Das war eine Menge gerade gewesen an Kills. Na, kick ihn an. Hier ist einer.
Wunderbar. Wer denn? Wo denn? Guck mal hier, 100 Punkte liegen auf der Straße. Ah ja, das ist klar, Killhilfe. Eins. Dass die nicht reviven, ich verstehe das nicht. Ich muss mich erstmal heilen hier. Ich muss mich erstmal heilen. Leute, auf jeden Fall. Fazit ist mega nice. Kann ich nicht... Ich kann nicht meckern. Das geht nicht. Es läuft mega flip... Oh Gott. Okay. Okay. Und heilen. Und ich habe beinahe keine Munition mehr. Was hast du denn für eine Waffe? Ja, er hat Infrarotvisier. Was habe ich jetzt hier für eine Waffe? Sieht aus wie eine M416. Nee, keine M416, oder? Nein, das ist eine M16A4. Ich verstehe. Weil... Kein automatisches Dauerfeuer. Also kein Dauerfeuermodus. Ich kann hier nur Salven und Einzelschuss. Wie kann man denn so ein Kackscope drauf haben? Ohne Scheiß. Das hat einen zu krassen Zoom. Aber, da sehe ich eigentlich quasi fast alles. Oder ihn da hinten. Der mit seinem Scheiß-Scope. Den habe ich gerade noch gerade so gesehen. Und ist es die A4? Ja, ich habe sogar recht gehabt. Nice Job, Alter. Aber ist überhaupt nicht meine Waffe. Mit dem Scope? Nee. Wo liegt denn der Penner? Hier kommt das Medikit, Kumpel. Er hat ein langes Medikit, okay. Oh. Okay, machen wir einfach mal Pre-Fire. Scheiß drauf. Da ist deine erste Hilfe. Hol sie dir. Ohne Zoom? Einfach nur per Hüfte? Wo ist denn hier einer? Der muss ja hier drüben sein irgendwo. Na? Kommst du raus oder... Nicht. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet gerade. Spielemäßig, ob das grafisch so okay ist. Ich meine, ich habe alles auf Ultra gestellt. Also noch höher geht's nicht, außer die Bildschirmauflösung. Aber ich habe ja nun mal keinen 2K oder keinen 4K-Monitor. Habe ich im Moment noch nicht. Und die Dinger kosten auch nicht gerade wenig. Er hat eine Claymore aufgelegt. Ich habe die Claymore nicht zerstört, ernsthaft? Wo denn? Oh! Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm. Okay, die hat er gut geworfen. Nice Wurf. Auf jeden Fall. Nee, das war ein geiler Wurf. Kann ich nicht sagen. Aber wie die manchmal die Granaten werfen und dass die dann gleich kurz vorm Aufschlag explodieren, das, den Trick habe ich immer noch nicht begriffen. Was sagt denn jemand Stand? 18,5. Ja, ist okay. Kann man so stehen lassen. Dafür, dass es gerade... wieder eine Runde nach langem ist. Alles klar, er hat mich gerade mal durch die Wand erschossen. Mit einem M249 Gewehr. Gut, Leute, ich sag dann einfach mal Däumchen nach oben dafür, dass ich jetzt so mein neues System habe. Grafisch, wow. Und demnächst werde ich mal versuchen mit dem System Hammer 3 auf höchste Einstellung zu spielen. Mal gucken, wie dann die FPS da aussehen, weil Arma ist halt echt ein CPU-lastiges Spiel und geht auch wirklich auf den Prozessor. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, ja, was gab es später.